Ja, hallo liebe Swaggerinos und willkommen hier zurück bei Game Dev Story. Und ihr fragt euch bestimmt, warum kam gestern keine Folge? Die Antwort sofort. Ich habe keine Zeit gehabt, leider. Game Dev Story ist ein Spiel, was ich jeden Tag aufnehme, ganz einfach, um auch immer auf euer Feedback reagieren zu können. Ihr seht es gerade, es ist jetzt 18.01 Uhr. Die Folge wird danach sofort hochgeladen, also spätestens in 2 Stunden ist sie bei euch oder in 2,5 Stunden, weil ich muss gleich noch einkaufen, aber das soll euch nicht stören. Zum Thema eigene Konsole, da habe ich jetzt gelesen, dass ich einem Mitarbeiter in allen Berufen, also Hardware, also Programmieren, Sound, Grafik und Writing auf Rang 5 bekommen muss. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern mit der eigenen Konsole, aber ich werde sie angehen. So, jetzt haben wir erstmal wie immer einen Contract-Job als Anfang. Oh, hier 2050 in 10 Wochen. Ja, ab die Katze, ist auch schnell gemacht. Und ganz schön viele Disketten habe ich hier. Das heißt, ich könnte theoretisch gleich jemanden hier super aufwerten. Ich bin ja gerade dabei, meinen einen Hardware-Typi da. Ich sag schon Hardware-Typ, meinen einen Programmierer-Typi. Da zu verheizen. Das machen wir auch gleich mit. Das heißt, er ist ja sowieso super functional. Und Noob Owner will gerade nochmal increasen. Das darf aber nicht. Püh. So, 800.000. Sehr gut. Dann, gucken wir doch mal. Ja, den Noob Owner nehmen will ich ganz gerne jetzt mal zum Designer umschulen. Dann verliert er aber Coder-Punkte. Obwohl. Ja, machen wir mal. So, und jetzt kann ich ihn auch bestimmt wieder aufleveln. Genau, Level Up als Designer. Ich hoffe, dass so wie ich es mache, ist das hier richtig. Auf jeden Fall kriegt er gerade nochmal ordentlich was in Grafik mit dazu. Sogar ein paar Entwicklerpunkte wieder. Das dürfte sich ja auch ganz positiv auf das nächste Spiel dann auswirken. So. Sehr geil. Okay, ansonsten können wir noch jemanden aufwerten. Die sind alle schon auf Maximum Level. Gut, dann habe ich ganz schön viele Disketten. Und ich würde auch mal direkt sagen, wir machen ein neues Spiel, weil ich brauche ja auch Geld. Und zwar, ja, fürs GameKit laufen gerade die Games eigentlich noch mit am besten. Und wir machen diesmal, Adventure haben wir schon auf 5, also schon auf einen sehr geilen Rang. Ein Fantasy-Adventure. Haben wir nicht gerade schon Fantasy-Adventure gemacht? Kurz mal in die History gucken. Oh ja. Oh Gott, 600.000 kostet mich mein Personal mittlerweile schon. Products. Spaß mit Flagge war das letzte Spiel. Ein Historical Adventure. Okay, wer hat übrigens was gemacht? Das kann man, glaube ich, ja sehen. Oder? Kann man das sehen? Kann man nicht sehen, wer was gemacht hat? Meiner Mitarbeiter. Oh oh, mein Spiel hängt. Mein Spiel hängt. Nein. Wieso hängst du? Oh oh. Der BlueStack App Player gibt keine Rückmeldung. Oh nein. Oh Gott. Ich hoffe, das wird jetzt gleich wieder besser. Hallo. Oh, das sieht echt... Ja, das sieht übel aus. Ich glaube... Die Aufnahme ist im Eimer. Okay, er hat sich wieder gefangen, zum Glück. Weil sonst hätte ich jetzt hier alles neu anfangen müssen. Aber nicht so wild. Okay, genau, ich wollte eigentlich mal ganz kurz gucken, was so... ich kann leider nicht gucken, was die zuletzt gemacht haben. Da weiß ich nämlich nie. Ja, gut. Egal, dann machen wir jetzt auf jeden Fall ein neues Spiel. Ja. Und ich würde sagen, diesmal, es wird ein Fantasy-Adventure, also weniger auf Realismus, mehr auf Innovation, Game World.
Cuteness und Polish mit rein. So. Und ja, der... Okay. Ich wollte schon sagen, ich dachte, das hängt jetzt hier schon wieder. Das wäre jetzt ziemlich mies. Boah, es ist... Ja, ich glaube, mein Rechner hat gerade ganz schön noch zu arbeiten. Ich habe nämlich gerade noch ein paar Prozesse im Hintergrund laufen. Ich dachte, das tut dem hier bestimmt nichts, aber... Anscheinend doch. Naja, gut. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Auf jeden Fall eine populäre Kombination erschaffen. Yeah. Boah, aber ist die ganze Zeit echt Schiss, dass hier alles abstinkt. Also wundert euch nicht, wenn die heutige Folge ein bisschen kürzer wird. Ja. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben ein bisschen Fame hier schon. Der Hype läuft auch. Und wir increasen gerade noch auf Level 4. Und das ruckelt heute auch echt ganz schön. Liegt das draußen an der Wärme? Weil ich habe eigentlich nichts anders gemacht als sonst. Oh Gott. Na gut. Alpha-Version ist erstmal schon mal fertig. Dann kann jetzt mal unser Producer, der Max, mal das Design machen. Oh. Oh. Also der war jetzt gerade wohl nicht so der ideale Mann für die Arbeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, ihr sollt auf... Ah, ich werde eh gleich noch die Boosts reinhauen. Obwohl, er hat eigentlich gute Grafikpunkte gemacht. So, Action, so, Fun Boost. Den Fun Boost, den gibt's mal auf Mr. X. Kann der nochmal ein bisschen den Spaß boosten, die alte Spaßkanone. Ja, na gut, Fun. Ja, der Fun ist jetzt schon sehr, sehr hoch in dem Spiel. So, dann gibt es noch einen Creativity Boost, den kriegt. Hier, der Sam. Der macht eh so oft so wenig. Ich kann aber ein bisschen die Kreativität noch mit boosten. Und dann gibt es noch einen Boost, nämlich der Graphics Boost. Den bekommt unsere Chefgrafikerin, die Decoder. So, dann gibt es nochmal ein paar ordentliche Punkte in Grafik. Sehr gut. Okay, das können wir jetzt so laufen lassen. Ach, der Salesman. Oh, und wir verlieren schon wieder Fans. So lange kein Game rausgebracht. Oh, ganz schön viele Fans verloren. Ah, über 50 auf jeden Fall. Und der Salesman trabt an. Hello, I'm the traveling salesman. Ich reise um die ganze Welt. Und ich verkaufe euch lustige Sachen, wie ein Carrier Change Manual. Danke dir. Und ein Dead Bull. Thank you. Okay. Dann der Bull setzen wir auch einfach direkt mal ein, oder? Haben jetzt eh zwei Stück von. Der Bull! Yeah, alle sind auf Drogen! So. Gibt's nochmal ordentlich Pünktchen hier. Nur der Sound ist irgendwie noch nicht so geil. So, den Sound, den lassen wir und... Nee, den macht hier die Android. Die ist ja jetzt gerade echt voll hier. Voll! Die ist gerade so voll. Die kann hier mal ordentlich Sound reinhauen. Naja, was sie so unter voll Sound versteht. Der Sound ist echt gerade... Oh, ja, es gab gerade eine Welle der Inspiration, deswegen sind alle Punkte jetzt mal erhöht worden. Wie sie echt noch alle voll in die Grafik reinhauen, aber irgendwie keiner... ich bin gerade total perplex wegen dem neuen Event, wie echt keiner in den Sound geht. Okay, und ganz viele haben jetzt schon über den Spaß in unserem Spiel gehört und meinen, ey, das neue Spiel von Swagger Games, das müssen wir zocken. Jetzt stehen die an für unser Spiel. Ne, das heißt, ein großer Erfolg bahnt sich an. Ist ja auch mal wichtig, mal nach all der Zeit. So, Debugging. Und wenn dessen Debugging ist, machen wir nochmal Advertising, machen... TV-Ads,
glaube, das reicht doch irgendwie für heute. Mehr Advertising will ich auch gerade gar nicht machen. Ansonsten, wir können ja noch mal was Dickes machen. Wir machen mal Tierkostüme. Das hat immerhin zwischen 13 und 18 bei den Frauen geholfen. Naja, gut. Viel Geld dafür rausgehauen. Wahrscheinlich zu viel. Aber ist ja auch letztendlich egal, denn wir haben super Voraussetzungen, endlich mal einen richtig fetten finanziellen Erfolg hinzulegen. So. Und jetzt nennen wir das Spiel. Es ist ein Fantasy-Adventure. Wir nennen es Final King. Nee, das klingt übrigens langweilig. Wir nennen es Swag the Fantasy. Bestimmt wieder zu lang der Name. Nein, Swag the Fantasy funktioniert. Und jetzt kommen die Bewertungen rein. Wir kriegen eine 7. Wir kriegen eine 8. Eine 8. Und noch eine 8. Oh, die höchste Bewertung bis jetzt. Ja, und wir haben es jetzt in die Hall of Fame geschafft. Also endlich mal auch einen Titel, zu dem wir einen weiteren Teil rausbringen können. Und ein College Student hat uns jetzt einen Fanbrief geschickt. Und wie immer ist er ein ganz großer Swagger Games Fan. Und er hat auch schon die ganze Zeit über Swag the Fantasy gelesen. Und kann es deswegen nicht abwarten, denn er mag Adventures. Und er hat unseres besonders geliebt, weil es auch noch ein Fantasy-Spiel war. Und er liebt es, wie viel Spaß unser Spiel gemacht hat, wie viel Spaß da drin steckte. Und er hat es wieder mal all seinen Freunden erzählt und die, ja, freuen sich jetzt auch, ganz schön viele Freunde, ne, denen er das so erzählen kann. So, bin mal gespannt, wie wir jetzt einsteigen. Wow, geil! Okay, wir verkaufen gerade richtig viele Einheiten. Ich glaube, das ist jetzt ein Platz 1 Spiel. Ja, Platz 1, yeah! Und der Game Dex ist auch noch. Wir sind am Start hier mit... Nee, wir sind nicht am Start. Nee, kein Bock jetzt auf Game Dex. Ich freue mich gerade lieber, dass wir gerade ein bisschen Kohle machen. Und können jetzt auch Contract Job mal hier eine Game Engine. Nee, das ist mir zu. Oh, ne, mach mal das hier. Jetzt wird 200.000 kurz noch einen Contract Job reingehauen. Oh, jetzt will Max Torge. Der will hier ein bisschen increasen. Nee, darf er aber nicht. Hier wird nichts increased. Ein Company Sales Record. Über 100.000 Einheiten haben wir verkauft. Ja, machen wir auch gerade ein richtig mega gutes Geld. Nee, doch, 1 Million, guck mal. Das populäre Spiel Swag the Fantasy hat sich über 1 Million Mal verkauft. Das ist das erste Adventure-Game. Das erste Adventure-Spiel seit langer Zeit, das diese Marke erreicht hat. Ja, und ein Store-Owner, also ein Geschäftsinhaber, der Videospiele verkauft, der sagt, ne, das hat sich schneller verkauft, als wir es in die Regale packen konnten. Ja, bla bli bla blub. Okay, das ist auch nochmal die Nachricht, also die Kernnachricht ist gewesen, dass sich das Spiel ihm dann doch auch länger verkaufen wird, also wir jetzt hier noch mit einem Dauerbrenner vielleicht rechnen können. Was ja vielleicht mal ganz gut wäre, denn langsam... Oh, es kommt noch mal eine... Aha! Ein Ölbaron aus dem Mittleren Osten ist verschwunden. Aha. Ah ja, irgendwie ist ein Ölscheich, der ist verschwunden und man geht davon aus, dass er sich jetzt in der Videospieleindustrie bewerben wird. Ah ja, also kann es passieren, dass er sich bei der nächsten Bewerbungswelle vielleicht bei uns meldet. Das wäre ja ganz lustig. Boah, krass, wie die Zahl einfach immer noch höher steigt. Wie also, wenn wir jetzt demnächst endlich mal in der Lage sind, mal wieder eine bessere Konsolenlizenz zu erwerben. Aber erstmal sollten wir daran arbeiten, unseren Stuff noch hochzuleveln.
Jetzt haben wir ja schon mit jedem gemacht. Aber wir haben jetzt nicht noch eine weitere Möglichkeit. Noch. So, jetzt zum Beispiel hier auf Writer zu gehen. So. Und den jetzt nochmal aufzuleveln. Jetzt geht's auch wieder. Jetzt hat sich mein Rechner wieder gefangen. Gott, wie viel Geld der jetzt bald verdient. Aber ich könnte ihn jetzt dann auch als Schreiberlink einsetzen. Was ich übrigens sehr interessant finde. So. Er verliert dann zwar jedes Mal Kernskills. Aber. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht, möchte ich mal meinen. So, okay. Oh Gott. Oh Gott, eine TV-Sendung hat uns gezeigt und jetzt hat es noch mehr unsere Sales geboostet. Also, wir verkaufen uns immer noch. Wir haben schon fast 2 Millionen Einheiten von Swag the Fantasy verkauft. Aber es macht jetzt finanziell nicht mehr so viel aus. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen mal eine Runde Training. So, den Gamisten können wir auch mal trainieren und zwar... ja, guck mal hier. Museum ist eine schöne Sache. Da kriegt er schöne Punkte für. Macht dann mal zweimal ins Museum. Ich hoffe mal, dass wir auch noch einen großen Increase hinkriegen. Den kriegen wir nicht hin. So, den Mr. X, der wird ja zum Superprogrammierer. Den schicken wir jetzt hier ins Labor. Was irgendwie nicht so geil was gebracht hat, dafür, dass es richtig viel Geld gekostet hat. Vielleicht... Ja, dann lieber nochmal durchs Netz surfen. Hat es auch nicht so viel Geiles gebracht. Den Max Torge, der macht mal einen... Ein Long Trip. Richtig viel Geld. Naja, ich glaube, da seid ihr wieder nicht so zufrieden, weil ihr sagt ja, ich soll nicht so viel in meine Mitarbeiter investieren. Ich soll lieber neue ranholen. Aber nein, das möchte ich nicht. Ich möchte meine Mitarbeiter einfach weiterentwickeln. Gut, aber ich denke mal, für heute ist auch meine Zeit schon wieder rum. Deswegen... ja, haben wir richtig fett reingehauen. Ich bin der Meinung, wir werden auch bestimmt auf der nächsten Preisverleihung den Hauptpreis absahnen. Da freue ich mich schon drauf. Knapp 1,7 Millionen Einheiten haben wir verkauft von Swag the Fantasy. Das ist richtig geil. Ne? Mit Swagger Games hier wieder voll am Start. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt, wann wir endlich die eigene Konsole entwickeln können. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich auf eure Kommentare und freue mich auf alles. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.